Moin! In diesem Video erklären wir euch das Thema Krankengeld. Uwe ist Arbeitnehmer in einem IT-Unternehmen. An seinem freien Arbeitstag wird er beim Überqueren einer grünen Ampel ohne Eigenverschulden von einem Rechtsabbieger übersehen und angefahren. Nach 3 Wochen liegt er immer noch im Krankenhaus und bekommt Entgeltfortzahlung von seinem Arbeitgeber. Nachdem 3 weitere Wochen vergangen sind, stellt er fest, dass sein Arbeitgeber kein Geld mehr zahlt. Jetzt fragt sich Uwe, wer zahlt denn jetzt? Ich kann doch nicht wieder arbeiten. Uwe möchte das dringend klären und ruft bei seiner Krankenkasse an. Ihm wird am Telefon erzählt, die Krankenkasse übernehme ab jetzt die Zahlung. Dies ist allerdings weniger, als sein Arbeitgeber zahlt. Diese Zahlung nennt sich Krankengeld. Und wie berechnet sich das Krankengeld? Das Krankengeld wird anhand seines letzten Brutto- bzw. Nettoverdienst ermittelt. Die Krankenkasse ermittelt zuerst einmal 70% seines Brutto- und 90% seines Nettoverdienstes. Anschließend wird geschaut, welcher Betrag niedriger ausfällt. Dieser Betrag wird dann nach Abzug der Sozialabgaben ausgezahlt, jedoch höchstens 78 Wochen. Vorbedingung ist eine ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit. Diese muss nachfolgend ohne Unterbrechung festgestellt werden. Wir fassen zusammen. Die ersten 6 Wochen zahlt der Arbeitgeber als Entgeltfortzahlung. Anschließend, bei Folgearbeitsunfähigkeit, übernimmt die Krankenkasse mit Krankengeld. Zuerst wird 70% des Brutto- und 90% des Netto ermittelt. Das Niedrigere zahlt dann die Krankenkasse abzüglich Sozialabgaben. Die maximale Gewährungsdauer beträgt 78 Wochen. Jetzt ist Uwe nicht nur gesund, sondern er weiß auch noch, wie Krankengeld funktioniert.